Auf der Schwelle zur neuen Zeit stehen wir alle gemeinsam seit dem 21.12. Und ich möchte euch jetzt gerne heute ein bisschen energetisch einstimmen, energetisch vorbereiten auf die Zeitqualität des Vollmondes, der ja am 30.12. ist. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und wenn dir was daran liegt, immer die neuesten Botschaften von der geistigen Welt zu erhalten oder auch deine Bewusstseinserweiterung für dich wichtig ist, dann darfst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und auch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke wirst du von YouTube immer dann sofort daran erinnert, wenn ich ein neues Video gepostet habe. Ja, und schön, dass du hier bist. Denn die Zeitqualität, das, was uns der Vollmond jetzt ganz intensiv am 30.12. so ganz intensiv an Energien überbringt, ist wirklich nicht einfach. Denn es wird unsere Emotionen, unsere emotionale Situation ziemlich stark belasten und könnte uns auch sehr durcheinander bringen. Also das bedeutet, es wird auch der Wunsch besonders stark nach familiärer Geborgenheit, auf dieses schöne familiäre Gefühl zu wissen, wo man hingehört und auf diese tolle Gemeinschaft. Jetzt haben das natürlich nicht alle Menschen und dadurch werden die Menschen, die das jetzt nicht so sehr genießen können, kommen da in ein persönliches Tief hinein. Und dieses Tief zu durchstehen ist nicht einfach und wir werden auch am Ende des Videos natürlich eine ganz große, schöne, heilende Meditation zusammen machen, um das auszugleichen. Es ist eine sehr gefühlvolle Zeit mit dem Vollmond und auch das innere Kind wird dadurch berührt. Und je nachdem, wie sehr jetzt dein inneres Kind schon geheilt ist, wird es dir gut gehen oder du wirst tatsächlich in die emotionalen Tiefen hineinfallen. Und dafür bin ich aber heute da, um dir dabei zu helfen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, jetzt die paar Tage über Weihnachten, wo alles im Umbruch ist, wo der Aufbruch in die neue Zeit energetisch von der geistigen Welt auf die Erde runter, als Energie runtergekommen ist. Manche Menschen haben was gefühlt, manche Menschen haben gar nichts gefühlt. Auf jeden Fall, ich meine, das kommt natürlich immer darauf an, wo der Mensch ist. Ich habe es schon öfters erklärt, auf welcher Stufe er gerade in seiner Entwicklung steht. Und die Energien sind auf jeden Fall da. Man kann sie nicht wegdenken oder wegmachen. Sie sind da und tun ihr Möglichstes, um uns Menschen ja in das andere Bewusstsein zu bringen, was tatsächlich sehr, sehr, sehr nötig ist. Denn auch jetzt der Vollmond gibt uns nochmal so einen Schubser zum Nachdenken. Was ist denn jetzt mit der gesellschaftlichen Situation, also mit deiner eigenen persönlichen Situation in der Gesellschaft? Wie stehst du da? Wo ordnest du dich ein? Und dass du dann auch für dich überlegst, ja, was ist denn jetzt für mich das Beste? Wie kann ich mit der neuen Situation umgehen oder wie kann ich meine Situation erneuern, verbessern? Das sind jetzt passend zum Jahresende sowieso sehr gute Gedanken, da ja am Jahresende man immer auch das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnt. Und das wäre tatsächlich eine, jetzt durch den Vollmond, eine sehr gute energetische Unterstützung für euch alle, zu überlegen, was habe ich nächstes Jahr vor für mich persönlich und wie gehe ich mit der gesellschaftlichen Situation um. Was macht die mit mir? Schränkt die meine Freiheit zu sehr ein? Lasse ich mir das alles gefallen? Auch das sollte ein jeder Einzelne für sich überlegen, inwieweit er wirklich konform geht mit allem, was geschieht. Denn es ist die Zeit des Wandels und wenn alte Dinge fallen, ist es immer gut oder ist es nötig, dass alte Dinge fallen, um neue Dinge überhaupt erst zu ermöglichen. Und all das ist jetzt an dem Vollmond hineingepackt in diese starke Energieschwingung, die uns die ganze Nacht beschallen wird sozusagen. Und wenn du dann nicht schlafen kannst, ist es ganz normal, weil die Energie so stark ist. Und dann wäre das aber die Gelegenheit tatsächlich, dir zu überlegen,
Was habe ich für Ziele für mich persönlich für nächstes Jahr? Und welche Ziele möchte ich gerne für die Erde, für alle Menschen? Wie soll es denn werden? Und diese enorme Stärke der Energie sollten wir nutzen, um uns neu zu orientieren, um den Schritt in das neue Zeitalter gebührend und mit Kraft gehen zu können. Und dafür ist dieser Vollmond da und das ist, denke ich, so für mich jedenfalls ein ganz, ganz tolles, großes Geschenk. Und ja, wir werden jetzt auch gleich diese Meditation machen, einfach damit wir wieder im Gleichgewicht sind, denn die Energien sind sehr stark. Also nicht, dass es uns jetzt ungewollt, sag ich mal, in eine Depression führt, wo man also denkt, oh Gott, alles ist schlecht, ich habe Angst um meine Existenz, mit meiner Familie verstehe ich mich nicht. Das wäre jetzt der falsche Weg. Wir wollen also in die positive Energie hineingehen, in die Heilung, in die Heilungsmöglichkeit, was uns der Mond bietet. Jetzt gerade am 30.12. Ja, schön, dass du da bist und jetzt werde ich mich einstimmen und dann werden wir diese heilende Meditation zusammen machen. Aber vorher sprühe ich mich nochmal ein. Ich habe hier die Smarana-Energie mal vorbereitet, weil ja Smarana der direkte Weg zu Gott ist und alles, was du tust, solltest du wissen, ist immer gut, wenn du es mit Gott zusammentust, hat die größte Kraft, wenn du es mit Gott zusammentust. Und das ist für mich persönlich der Weg, mein einziger Weg, den ich gehen möchte. Und vielleicht gibt es dir den gleichen Impuls, wenn du an Smarana denkst, wenn du an Gott denkst, ja, das ist mein Weg. Und jetzt durch die Mondenergie, wo wir in dieses tiefe Gefühlsleben von uns selbst hineingeführt werden, gilt es einfach zu erkennen auch, was ist mein Weg, wie ist mein Weg, und für mich ist es also immer der Weg mit Gott. So. Ich rufe die Energie des Schutzes für dich und für mich. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Und schon hüllt uns diese Energie ein und dehnt den Lichtkörper aus, legt sich wie ein sanfter, glitzernder Umhang um uns, hüllt uns ein und sagt: Vertraue, alles ist gut. Und ich möchte dich jetzt bitten, deine Augen zu schließen und dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren, deinen Atem zu beobachten, wie er wie von ganz allein ein- und ausfließt, dich zu spüren, deine Liebe zu spüren. Und dich fallen zu lassen. Fallen zu lassen und dich tragen zu lassen von der Liebe Gottes, welche jetzt einströmt. Denn es ist die Liebe Gottes, welche sich in einer Welle zu dir bewegt, welche dich einlädt, dich von dieser Welle tragen zu lassen. Und wenn du bereit bist, dann lege dich einfach in diese Welle hinein. Sie wird dich ganz sanft in deiner Seele berühren und die Liebe Gottes fließt zu dir. Und jetzt hast du Gelegenheit, alles, was du auf deinem Herzen trägst, was schwer für dich ist, all das darfst du nun in Gottes Hände geben. Lasse all die Emotionen, welche dich so sehr belasten, was dich traurig macht,
Lass es nun an deine Seelenoberfläche hochkommen und übergebe es in Gottes Hände. Gott wird dich trösten. Spüre seine Liebe und seine Nähe. Gott gibt dir Kraft. Er führt dich durch dein Leben. Vertraue diesem Gefühl, vertraue deinem Schöpfer und spüre den großen Liebesstrahl, der jetzt aus deinem Herzen herausströmt und sich mit Gott verbindet. Und spüre nun auch, wie heilende Energie zurück zu dir fließt. Und lasse dich heilen von Gottes Liebe. Lasse dich tragen und heilen. Sei bereit, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Sei bereit, dich neu auszurichten. Sei bereit für den Neubeginn einer neuen Zeit. Gottes Liebe ist bei dir. Und nun lade die Mondenergie ein, die Mondenergie des Vollmondes, denn sie trägt all das an Zeitqualität, was für dich wichtig ist. Wir Menschen sind eng mit dem Mond verbunden und so darfst du nun eintauchen in diese wundervolle Energie, getragen von Gottes Liebe, dich jetzt mit der Mondenergie verbinden, alles annehmen, was da ist, um dich weiterzubringen, um dich zu heilen und neu auszurichten. Sei offen für das Neue und begrüße die neue Energie mit Freude. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, um dich neu auszurichten, um all das hochkommen zu lassen, was noch nicht im Gleichgewicht bei dir ist, um es in Gottes Hände zu geben und um Heilung zu bekommen. Und um von der Mondenergie eine neue Ausrichtung für das kommende Jahr zu erhalten. Es ist die Zeit für den persönlichen Wandel. Es ist die Zeit des Übergangs. Sei ein Teil davon.
Lasse dich von dem Strom der Liebe tragen, denn alles geschieht in Liebe. Die geistige Welt ist an deiner Seite und das Feuer in deinem Herzen brennt. Es leuchtet hell, denn es ist mit Gottes Liebe verbunden. Heilung fließt und vielleicht spürst du, wie alles leichter geworden ist, wie wundervoll sich dein Körper jetzt anfühlt, wie frei du bist und wie du bereit bist, jetzt die neuen Schritte zu gehen. Dann bedanke dich bei der Mondenergie und bei deinem Schöpfer dafür, was heute alles geschehen durfte. Und ich bedanke mich ebenfalls bei meinem Schöpfer dafür, dass ich heute für dich da sein durfte und die Energien übertragen durfte. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du wurdest neu ausgerichtet, geheilt und gestärkt. Sei bereit. Also ich fühle mich total gut, so richtig gut und neu und stark. Eine so sanfte und dennoch so starke Energie durfte ich empfangen und an euch weitergeben. Macht euch ein bisschen Gedanken darüber, was ihr nächstes Jahr alles machen möchtet, welche Ziele ihr habt. Es gibt auch ein ganz tolles Webinar von mir darüber, die Resonanzakademie. Da legen wir zusammen fest, was wir nächstes Jahr tun möchten. Ich habe unter dem Video mal den Link und auch hier oben für dich den Link reingemacht. Wenn du Interesse hast, dann wäre das wirklich die Gelegenheit, was für dich zu tun. Es war wieder sehr schön mit euch allen. Und ja, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald.